hört sich nicht sehr schön an. Da lang kann man ja nicht. Wir können nur hier lang. Ob wir hier auch überhaupt alleine sind, das weiß ich gar nicht mehr, Leute. Ich glaube, hier sind nämlich auch welche, die uns ans Leder wollen. Oh Mann! Promise to behave? Sure, whatever you say, just let me down. Don't touch me. Do you hear me? Don't touch me! Don't be like that. You know, I can make your life a lot easier if you just cooperate. And don't give me that look. It's not as if we haven't done this before. Don't hurt me! Don't kill me! I shot him, okay? Tja, Leute. Der kommt jetzt hier durch. It was you, right? The one who shot? You must be my guardian angel. You saved my life. So you're searching for your wife. You know, when the ash cloud came, some folks decided to stay. They wouldn't leave without their lost relatives. If your wife found a safe spot or banded with a group, then she's probably somewhere in Haventon, waiting for you. You never know, but if that's the case, she's probably not downtown. There are too many gangs around. Tja. Das scheint jedenfalls nicht die Mutter zu sein. Ich habe mich leicht verschossen, muss ich sagen. Ist aber auch nicht zu dramatisch. Immerhin haben wir ein Schwein weniger auf dieser Welt. Jetzt gehen wir mal weiter. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, hier geht es auch nicht mehr lang. Hier steht eine schöne Requisite da oben. Schleiche mich mal lieber voran. Scheiße, Leute. Ich bin sowas von genatzt. Genatzt. Das war meine Dummheit. Eigene Dummheit. Wenn die wehtun würde, würde ich wahrscheinlich gerade sterben. Da waren aber einige, wie ihr sehen könnt. Das heißt für uns, wir müssen hier extrem vorsichtig sein. Ich lasse jetzt mal Pfeil und Bogen ausgerüstet, denn wenn die uns sehen... Wo bin ich denn jetzt wieder? Ist es überhaupt das Zimmer hier? Nein, ist es nicht. Ich bin ganz woanders, glaube ich. Komisch. Ach nee, hier geht's, glaube ich, wieder zurück, ne? Ja, hier geht's zurück. Muss ich die Frau jetzt wieder retten? You promised to behave? Sure, whatever you say, just let me down. Don't touch me. Do you hear me? Don't touch me. Don't be like that. Don't hurt me. Don't kill me. No. Oh, you shot him, Okan. It was you, right? The one who shot? Tja. My guardian angel. You saved my life. So you're searching for your wife. Jetzt habe ich ihn wenigstens erwischt. You know, when the ash cloud came. Some folks decided to stay. Please don't let me die. They wouldn't here. Leave without their lost relatives. If your wife found a safe spot or banded with a group, then she's probably somewhere in the waiting for you. Tja. Hier muss ich jetzt aufpassen. Vielleicht sollte ich ja von der anderen Seite ausgehen. Könnte ich auch probieren. Ich weiß aber nun mal nicht, ob die mich dann trotzdem sehen. Oh je. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Alle draufgegangen. Also müssen wir jetzt hier rum und bleiben am besten stehen, um den ersten mal ordentlich die Kehle durchzuschneiden.
here, son? You guys make a fella feel at home. How'd you get here? Ja, komm. Back off. Back off. Boah, jetzt habe ich einen Fehler wieder gemacht. Take it easy, man. You made a big mistake. Hold up, hold up. Back off. Stepping back. Payback. Nochmal. So. Das müsste es dann auch gewesen sein. Nicht perfekt, aber schöner als vorhin. Ja, meine Güte. Komm her. Ich erlöse dich. Ja, noch ein bisschen was. Ach Mensch. War da noch was? Nee, ne? Nein, da war ich ja schon drinne. Da ist auch nichts mehr. Ist hier noch was? Da müssen wir wahrscheinlich lang. Ich möchte mich aber hier nochmal umschauen, obwohl wir, es könnte sein, dass wir hier durch die Schächte müssen. Die Aufzugsschächte. Ich schaue mich nochmal hier um. Habe ich einen Fehler gemacht, weil ich ihn logischerweise bedroht habe. Das hätte ich mir einfacher machen können. So. Oh. Meine Güte, du. Ja. Der lässt sich nicht umbringen von mir, egal. What do you want from me? What? I don't want anything. I'm just here. Don't come any closer. Don't touch me. Don't even think about touching me. Hey, look, I'm untying you. Okay? No problem. Who are you? I'm a friend. I don't have any friends. I'm with May. May? My daughter? You've seen my daughter? Where is she? Don't worry, she's safe. She's with Henry. And I'm here to get you out. Okay, whoever you are, let's go. I think I know how to get us out of here. Yeah. Schauen wir uns mal nochmal hier ein bisschen um. Scheint aber nicht wirklich viel mehr zu sein. Let's go through the subway. There's access to it through the basement of this hotel. We used the subway tunnels to get to Henry's place the first time. May didn't like it. Ist nichts mehr. She coughed quite a bit. Könnte hinten in den Ecken noch was sein. I was trying to find her some medicine and I got grabbed. I've been so worried about her. Die soll mal lieber bei mir jetzt bleiben. Ich möchte mich hier gerne noch ein bisschen umschauen, aber die lässt mir ja keine andere Wahl. Die rennt mir ja förmlich davon. She was coughing when I found her, but we did get her some medicine. I think she'll be all right. Where did you find her? She was on the street. Through the dust, I thought she was my daughter. You have a daughter? Yeah. I haven't seen her in over a year, though. Can you check? Just to make sure the coast is clear. Ja, das mache ich für dich. What the hell do you think you're doing? You're just out wandering about, huh? Just take a breath and calm down. Got it. Your head off. Hold up. So much for foreplay.
Da, komm. Schneid dir noch die Kehle durch. Oh, Leute, ihr habt's gesehen, ich konnte nicht mal... Oh, ja, komm. Ich bin tot. Ja. Das ärgert mich jetzt wieder fürchterlich, denn ich konnte ihnen nicht die Kehle durchschneiden. Ja, diesmal werde ich ein bisschen anders vorgehen. Ich werde mal schauen, ob ich hier reinkomme. Aber die Tür scheint zu sein, wo die vorhin rauskam. Hey, der trifft die nicht. Ja, ihr seht es. Ich habe nicht wirklich getroffen. Meine Energie geht zur Neige. Ich muss mal was einwerfen. Futtern wir mal ein bisschen Rattenfleisch. Da muss da auch noch jemand sein, oder nicht? Weiß ich ganz genau. So. Ich glaube aber, hier müsste sich nur einer befinden, und zwar ein Gepanzerter. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Komisch. Ich war mir eigentlich sicher, dass hier noch ein Gepanzerter war. Also, dass es zwei waren. Ja, da ist doch einer. So, der hat mich jetzt gesehen. So. Weg ist er. Ja, Leute, so einfach geht es, wenn man mal ein bisschen organisierter vorgeht. Ich habe zwar Munition verloren, aber auf die kann ich ehrlich gesagt scheißen. Ich schau mal hier rein, ob hier noch was ist. Ich denke mal aber eher weniger. Nein, hier ist auch nichts mehr. Mann, die bewegt sich aber wirklich flink. Nein, ich muss da runter. Ja, soll ich mal wieder nachschauen? Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, Leute. Ich weiß nur, dass ich wirklich vorsichtig sein muss, ansonsten krepieren wir und das wäre ziemlich blöd. Vielleicht müsste ich das dann von eben noch einmal machen. Und darauf habe ich wenig Fun. Ach, da kommt Mays Mutter. Ja. Und wo jetzt lang? Hier rein? Nein. Dadurch habe ich mir eh schon fast gedacht. Ah, jetzt macht er mal endlich ein bisschen Licht. Ja, komm schon. Geh durch. Hier Geräusche, Leute. Egal. Wir wollen es gar nicht erst herausfinden. Oder wollen wir es herausfinden? Nein. Anscheinend nicht. Zigaretten. Da wollte doch jemand rauchen. Aber wir können hier nichts machen. Wenn ihr das auch schon durchgespielt habt, das Game, und ihr konntet da was machen, könnt ihr mir ja Bescheid sagen, was es war. Ich gehe jetzt weiter.
Tja, mal schauen, ob wir das schaffen. Zurück zu Henrys Wohnung mit der Mutter. Wenn wir hier nicht noch mit Problemen zu kämpfen haben, wie hier durch oder hier, ach, einfach drüber steigen. So wie es die meisten Amerikaner wahrscheinlich machen oder weiß ich wo, wo es diese komischen Schleusen gibt. Ein bisschen Geld abheben. Nein. Und ja weiter. Aber wo langt nur jetzt? Ich meine, ist ja schön, das Rumgehüpfe hier. Wenn man nur wüsste, wo lang. Ach, dadurch wahrscheinlich. Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Hide there. They don't look too happy. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Another stray looking to get a beating. Nobody needs to get hurt. Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe gehabt. Das war jetzt ziemlich blöd von mir. Mann, Mann, Mann. Das ist blöd. Ach, Mann. Ich dachte, ich hätte noch den Bogen ausgerüstet. Aber naja. Gibt's hier noch was Feines? Außer so ein dämliches Feuer. Und Proletenspinnern. Wo lang müssen wir denn überhaupt? Wahrscheinlich müssen wir sogar da lang. Ich möchte mich aber erstmal hier umschauen. Ob wir nicht doch was Feines finden. Ah, wie hier. Wo müssen wir denn dahin? Da irgendwo drumrum wahrscheinlich. Sieht aber alles ziemlich süffig hier aus. Why have you stayed in Aventon? We couldn't leave. May's father was injured and couldn't move. Myself to leave him here to die on his own. After he died, we just never had the means to get out. When did people start leaving the city? It's that ash cloud which really takes me. Nein, anscheinend muss ich da sogar lang. I lived here before with my wife and daughter. We weren't together when the event happened. I was on the East Coast. I got injured, and it took me all this time to recover and walk back. I arrived this morning and found their home empty. Dedicated man. By the way, ach, da ist I helped hier. Henry get the radio transmitter. You know, Henry used to work in Hampton's fire. He knows quite a bit about how he dispatched around after the event. But you know, maybe survivor camps and shelters. We're trying to leave Hampton altogether. His place is pretty well protected against quakes and dusts. So we hid there until we could find a way out. You get some useful information about existing camps. Thanks. That would be really helpful. Tja, Leute, ihr seht es. Die U-Bahn ist auch nicht so ganz klein. Und von daher weiß ich gar nicht so genau, wo lang wir unbedingt müssen. Ich gehe jetzt einfach irgendwo lang. Aber wir müssen uns an der richtigen Stelle befinden. Ich hätte wahrscheinlich noch was in der U-Bahn machen können und finden können.
Aber die gute Mutti muss ja auch mal zu May zurück, deswegen gehen wir einfach mal zurück. Oh, my baby girl. Mommy. I'm so sorry, May. I promise I will never leave you alone again. You promise? Yes, baby. I promise. Yes. Yes. Well, you were right, Henry. There is a ship out there. Did they say what they're doing? While they're here? They've been searching for survivors. I knew it. Well, tell them we're ready to go. Come and get us. There's a problem, though. The fog is making it impossible for them to get too close to shore. They can't risk running around. We'll have to create a beacon, or something to guide them in. A beacon? How are we going to create a beacon? How about fireworks? What? Fireworks. I have a stash left from last New Year's, right before the event. Fireworks! Yes, fireworks! I love fireworks! You'll have to light those fireworks someplace nearby, above the fog layers. The high-rise building right behind us will be perfect. Ja, Leute, irgendwie niedlich. Sie mag Firework, also Feuerwerk. Then I swear, I'll tell you how to find the hidden survivor camps in Abington. These camps are really hidden. They're trying to stay under the radar with all these new gangs coming in. Tja. Und natürlich werden wir dabei helfen, ein schönes Feuerwerk zu gestalten, soweit es uns möglich ist. Aber das alles werden wir beim nächsten Mal machen mit I Am Alive. Und ich mache an dieser Stelle Schluss und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Auf Wiedersehen.